So, Eisberg, der Koloss. Yo. Der Koloss ist außer Kontrolle. Wir müssen uns beeilen, ihn abschalten, bevor noch jemand ihn verletzt. Oh, ist das gemein. Müsste doch ausreichen. Habe ich wenigstens den Blubber. Okay. Einmal noch insgesamt. Ach, Mann. Das Abschätzen ist halt echt nervig. So. Oh, weißt du, du wirst halt auch nicht... Du wirst halt auch nicht irgendwie, wenn du runterfällst, ne, kann es halt trotzdem passieren, dass du wieder ins Wasser fällst. Ja. Und dann halt direkt dein zweites Leben verlierst. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das finde ich halt so leicht unfair gemacht. Koa, ich will dir nicht das Leben mehr versauen, aber das war kein Easy Victory. Puh. Wir haben es geschafft. Von hier aus wirkt er wirklich so imposant, nicht wahr? Beeindruckend, dass Arkenji seinen Rhythmus kontrollieren kann. Na gut, gehen wir zurück. Ihr seid wundervoll, meine kleinen Schiffsmädchen. Um ehrlich zu sein, ich bin nicht ganz sicher, ob ihr es schaffen könnt, aber ihr habt es gut gemacht. Das ist nicht ganz so gelaufen wie geplant, aber du hast die Prüfung des großen Eisbergs bestanden. Hier hast du deine Belohnung. Ja, hoffentlich. Hier, kannst du Regatta diese Nachricht bringen? Sie ist persönlich. Habt ihr eine Verabredung? Toll. Ich habe nichts von einer Verabredung gesagt. Keine Sorge, ich übergebe ihr die Nachricht. Wunderbar.
La 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 la. Machen wir ein neues Rennen. Die Rennen sind halt tatsächlich gut. Aber halt irgendwie diese Suchdinger, die nerven. Ja, ist ja gut. Okay. Okay, die fallen nicht um. Hätte ich eigentlich beim ersten Mal checken sollen. Ah, da war ich zu schnell. Hier ein Rennen ist echt mies. Ist echt gemein, weil das hier echt rutschig ist. Was war das denn? Oh, das mit dem Hochspringen, ne? Das ist gerade so pixelgenau passen muss. Das ist... Das verstehe ich nicht. Der Turbo macht Spaß, ja, aber diese Sprungpassagen... müssen nicht unbedingt sein. Gut. Neue Karte, neues Getriebe. Das ist super. Aber wie viel wird da noch freigeschaltet? Kleiner Ruffy. Wie sich herausgestellt hat, gibt es Piratenprüfungen und niemand hat mir davon erzählt. Nett. Es geht tatsächlich, also... muss schon sagen... Ja, Zeit für den Huni muss sein. Ich habe keine Ahnung, was irgendwas getriggert hat. In letzter Zeit ist auf der Insel viel los. Gefällt dir das nicht? Nicht so sehr. Ich habe die Menschen schnell satt. Vielleicht nehme ich Urlaub und komme wieder, wenn alles vorbei ist.
Yay, die Geister sind doch auch wieder glücklich. Ist doch schön. So, ich will aber erst nochmal gucken. So, weiteres Kartenstück. Lass mich mal sehen. Ganz runter in den Süden. Schwarzer Vulkan. Da gibt's einiges. Wirst du Dunder besuchen? Grüß sie von mir. Machen wir. Und ihre Schafe auch, wie du willst. Marina hat... ja. Ich glaube, sie haben sogar versucht, eine Basis zu bauen. Aber da der Vulkan noch aktiv war, erwies sich das als sehr schwierig. Auf einen Vulkan zu bauen, klingt ehrlich gesagt nach keiner so guten Idee. Na gut, sei vorsichtig wie immer. Oh, noch mehr. Gib mir das mal. Wunderbar. Ah, Kochi, ich bin zurück. Ja, in der Werkstatt vorbeischauen. Na klar. Mal gucken, was du so hast. Aber erst einmal Müll wegbringen. Ich kann es kaum erwarten, wieder hier zu sein. Auf dem Eisberg war es bitterkalt. Hast du eine gute Rückreise? Nun ja, Lizio ist nicht gerade der beste Navigator der Welt, wie du weißt. Aber egal, willkommen zurück in meiner Werkstatt. Ich versuche gerade, die liegengebliebene Arbeit aufzuholen und die Medaillen für die Prüfung vorzubereiten. Hier siehst du die Bestzeiten, wie viele Medaillen du gesammelt hast. Dann könntest du ja versuchen, dir alle Medaillen zu verdienen. Könnte ich probieren... Interessiert mich aber tatsächlich nicht. Es wird wahrscheinlich so ein Shortcut sein. Au. Müssen wir wieder aufs Meer. So, jetzt will ich mal gucken. Zuerst nach da oben. Absturzstelle, na super. Unglaublich, ich habe schon mal woanders, ich auch. Ich hätte so viele Kopien desselben Schiffs gemacht und sie überall verstreut. Wie weit ist der Kapitän des Schiffes, aber nicht allzu talentiert? Nein, wirklich nicht. Übrigens habe ich hier was gefunden. Könnte irgendwie vielleicht lustig sein. Warte, was? Lol. Die sind einfach. So, jetzt muss ich irgendwie nach da unten. La 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 la. War ich hier schon mal? Nee. Vergessene Beute. Oh, das ist cool. Wait.
Hey, neues Getriebe, coole Sache. Und Gold, super. So, dann haben wir doch schon mal eine Sache. Oh, so langsam wird's flammendes Rennen. Oh. Frage ist, was kriegen wir? Let's go. Warum gibt's hier keine Musik? Ah, sowas ist das. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Geh ich mal links lang. Machen wir es so. Komm, dann haben wir es beim ersten Mal fertig. Das ist nicht ganz so schnell wie beim ersten Mal. Ich fände es fairer, wenn die Zeit erst dann beginnt, wenn du wirklich rennst. Dass du noch zum... Okay, wenn das immer angezeigt wird... Versuche gerade herauszufinden, wo die anderen Sachen sein könnten. Yo! Alter Schwede! Okay, auf der rechten Seite bleiben. Deswegen hatte ich ja gedacht, dass Giannis ist das, was für mich sein kann, weil die nämlich auch solche Sachen machen, aber ich weiß nicht. Giannis ist das, mit dem Spiel werde ich auch nicht warm, obwohl es eigentlich auch ein schönes Jump'n'Run ist. So, wollen wir mal hier lang. So, den Schal nehmen wir mit. Ich weiß nicht genau, was der Schal macht. Aber na gut. Was wir haben, haben wir. Ganz einfach. So, jetzt muss ich hier mich auf der rechten Seite halten. Weiß, wo das nächste Ding ist. Hier. Oh. Das ist dumm. Das mit dem Wasser, das haben sie das ist blöd gemacht. So, ein Leben kann ich verlieren, weil bei den Runs bin ich eigentlich ganz gut. Ich weiß, wo ich lang muss, um alles zu finden. Die Frage ist nur, kann ich das letzte auch richtig kriegen? Da hätten sie die Hitrange ein bisschen fairer gestalten können. Tatsächlich. Aber, naja.
Gut, habe zumindest alles hier. Mindestens mal Gold. Wollte doch schon sagen. So, und jetzt die Frage, will ich jetzt zurück? Oh, ein Hebel. Ich schätze, es wird schon nichts Schlimmes passieren, wenn ich am Hebel ziehe, von dem ich absolut keine Ahnung habe, wofür er gut ist. Ist auch immer so eine Sache. Oh, hallo. Wir haben einfach mal einen Hebel gezogen. Lass mich raten, das brauchen wir bestimmt, um irgendwie weiterzukommen. Die Fässer machen mir ein bisschen, ein bisschen Sorgen. La la la. Jetzt schon? Jetzt nicht so tragisch tatsächlich diesmal. Weil ich jetzt nicht so viel Zeit verschwendet habe. Naja. Nehme ich mal so ein bisschen zurück. Ich will jetzt mal gucken, wo es hier lang geht, weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen. Das muss doch irgendwie aufzumachen sein, oder? Das wäre natürlich jetzt echt schade. Kommt das wieder? So ein Ding kaputt. Muss mal ein bisschen aufpassen. Oh Mann. Ich weiß auf jeden Fall. Ach, Mann.
Nur um diesen Müll zu kriegen. Tatsächlich. Ach. Was er nicht alles macht. Yo! What the fuck? Warum verliere ich denn so viel Leben und so viel Speed? Wenn ich springe. Ist mir so egal. Noch ein Hebel. Ziehen. Let's go. Kalter Cheeseburger. Keine Ahnung, was das bringt. Machen wir im nächsten Part. Macht's gut, Leute. Tschüss.